Bisher war YouTuberin Pamela Reif insbesondere für ihre Fitness-Tutorials und ihre schweißtreibenden Workouts bekannt. Doch in ihrem neuesten Clip machte der Fitnessstar nun transfeindliche Äußerungen und löst damit einen regelrechten Shitstorm aus. Grund für den Eklat ist ein kurzes Video mit Beauty-Filter, der 26-Jährigen anscheinend so gar nicht gefiel. Zwar stehen diese Filter schon länger in der Kritik, doch der Auslöser für den Protest bezieht sich viel eher auf ihren Kommentar dazu. Hä, das ist voll gemein. Wieso sehe ich damit aus? Nichts gegen Transen, aber wieso sehe ich damit aus wie eine Transe? Ich mach das jetzt drauf und werd voll schön. Damit tritt die Influencerin gehörig ins Fettnäpfchen. Denn die umgangssprachliche Kurzform für Transvestit oder Transgender wird nicht nur in der queeren Community als abwertend aufgefasst. Auch die negative Bewertung des künstlichen Make-ups stößt bei ihren Fans auf herbe Kritik. In kurzen Kommentaren entschuldigte sich der Fitnessstar nun für ihre verletzenden Worte. Auch das Video hat die 26-Jährige inzwischen von ihrem Kanal gelöscht.